liebe Freunde, Urlaubszeit ist vorbei. Nun. Urlaubszeit ist vorbei. Jetzt gibt es einen schönen paar Knaller. Wir fangen mal gleich damit an. Wir starten nicht in Moers. Machen wir nicht. Ist ja langweilig sonst. Sonst hätten auch alle schon planen können. Wir fahren los in Berlin. Van der Falk Hotel, wo wir auch im letzten Jahr gestartet sind. Das Ziel bleibt das gleiche. Ja, das ist der Knaller, oder? Der eCannonball 2021 wird präsentiert von Allronix. Für dein bestes Zuhause der Welt. Zusammen mit iWays und dem vollelektrischen iWays U5. Mit freundlicher Unterstützung von Opel, Juul Kinder- und Jugendhilfe, A Charger, Compendi, Trinity, Maingau Energie, Enercap, MHC Mobility, Easy, M3 Logistik, EWE Go, Store and Charge, Eva Wallbox, Naturstrom, Autohaus Schandert, Tesla Anwalt, eCannonball 2021, Feel the Energy. Und weil das der Knaller ist und wir immer noch in München sind, möchten wir einen Aufruf starten. Wir suchen immer noch für unsere Messe in München Betreiber, die Lust haben, eine kleine Ausstellung zu machen oder sich auszustellen, sich darzustellen, ihr Produkt darzustellen. Wenn ihr Elektromobilität oder erneuerbare Energien habt, alles, was mit Elektromobilität zu tun hat, dort habt ihr die Möglichkeit, euch zu präsentieren. Und es sind schon einige Stände verkauft, denn es ist eine Messe. Wir würden euch freuen, wenn ihr uns anfragt, ob ihr da was aufstellen wollt. Die Adresse schreibe ich hier unten rein. Das macht die Alexandra, eins unserer Orga-Mitglieder. Ja, und nochmal der Mega-Knaller. Das ist wirklich ein Knaller. Und jetzt müsst ihr ganz genau aufpassen. Jetzt wird es so spannend wie die Minute vorher nicht. Tach, ich bin Alex Bloch. Die ein oder anderen kennen mich vielleicht von Automotor und Sport, Vox Automobil oder aus YouTube. Und ich nehme an der eCannonball-Fahrt 2021 teil. Ich bin Co-Pilot von Heinz-Harald Frenzen, da freue ich mich sehr drauf. Und wir werden euch zeigen, wie effizient man mit Elektroautos fahren kann. Das wird gut. Ja, Alexander Bloch ist dabei. Vielen Dank, Alex. Schön, dass du dabei bist. Wir sind mega stolz darauf, dass du mitfährst und dass du auch den Zahn der Zeit erkannt hast. Denn Elektromobilität ist die Zukunft und du wirst mit Heinz-Harald Frenzen gnadenlos untergehen gegen mich und Christian. Oder Christian? Auf jeden Fall herzlich willkommen in der eCannonball-Familie. Richtig. Und so. Dann gab es noch jemand, der war ganz besonders schnell. Der hat eine Parklücke gefunden, als es eigentlich noch gar nichts zu parken gab. Wir haben einen Nachrücker. Und zwar ein Model Y. Wir sind häufig gefragt worden, ey, nimmt eigentlich irgendeins teil? Wie ist denn das eigentlich? Ja, Das Team Shoppen Express. Guckt euch das Video an, die sind dabei. Hallo liebes Orga-Team, hier ist der Ralf aus dem schönen Frankenland vom Team Shoppen Express. Ich freue mich sehr, dass ich als Nachrücker mit diesem wunderschönen Model Y am eCannonball 2021 teilnehmen kann. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, euer Ralf. Ja, cool, oder? Und ich habe noch eine Überraschung für euch. Electric Dave, den kennt ihr bestimmt. Denn mir fehlte irgendwie noch in unserem Elektromotorrad-Ensemble eine Harley-Davidson Livewire. Und Electric Dave hat eine, fährt mit. Guckt euch das Video mal an. Hi, ich bin Electric Dave und ich werde mit der Harley-Davidson Livewire, dem ersten Elektromotorrad von Harley-Davidson, mit einem 15,5 Kilowattstunden Akku und CCS-Schnellladetechnik am eCannonball 2021 teilnehmen und zeigen, was die Elektromobilität in Sachen Zweirad zu bieten hat. Und es gibt noch was. Tue Gutes und sprich auch darüber. Und wir machen Gutes und wir sprechen drüber. Wir haben natürlich auch in diesem Jahr wieder Patenschaften. Das sind unsere Baumpatenschaften, ja. Unsere Pflanzaktion, die wir ja in den letzten Jahren schon sehr, sehr erfolgreich
umgesetzt haben. Und jetzt machen wir was Neues, was ganz Tolles, worüber ich mich sehr, sehr freue. Wir unterstützen Atemglück. Wenn ihr mal googelt www.atemglück.de, dann könnt ihr sehen, was die so machen. Du kannst dort eine Blühpatenschaft übernehmen für eine Wiese. Du kannst eine Feldvogelpatenschaft übernehmen. Das lassen doch die anderen erklären. Aber bevor ihr euch das Video anguckt, nach dem Video kommt noch ein mega Knaller. Da kommt noch ein mega Knaller. Und zwar haben wir ein Auto dabei, was ihr alle kennt. Aber guckt euch erstmal das Video an mit dem Atemglück und dann kommt der Knaller. Hallo liebe E-Cannonballer, ich bin Eva. Und ich bin Georg. Ihr kennt doch bestimmt unsere legendären Baumpflanzaktionen von 2019 und 2020. Die wir natürlich auch in 2021 weiterführen werden. Aber wir haben uns eine neue Aktion ausgedacht. Ja, und im Anschluss hieran werden wir euch zeigen, wie ihr euch denn daran beteiligen könnt und worum es sich genau handelt. Genau, viel Spaß beim Schauen. Moin, wir sind Christoph, Lara und Felix von Artenglück und wir legen Blühwiesen, so wie diese hier, an, um heimischen Arten Lebensraum und Nahrung zu bieten und um so dem Insektensterben entgegenzuwirken. Ja, sowas vom E-Cannonball unterstützen wir natürlich sehr gerne, aber was ist denn eine Blühwiese überhaupt? Genau, wir stehen hier auf einer Wiese, auf der wir spezielle Wildpflanzen ausgesät haben, die regional sind und genau eben diesem Insektensterben helfen, dagegen anzugehen, weil genau dadurch die heimischen Arten, wie zum Beispiel Wildbienen und auch andere Insekten, wieder Futter und Nahrungsmittel haben. Und wir legen diese Blühwiesen in Deutschland an mit regionalem Saatgut, um einfach was für den Naturschutz zu tun. Ja, und wir freuen uns riesig, dass ihr vom E-Cannonball dieses Jahr dabei seid und uns unterstützt. Ja, und dann hoffen wir, dass wir noch viel mehr von so schönen Flächen hier anlegen können. Ja, gerne doch, das hoffen wir auch. Und wie ihr da euch beteiligen könnt, dass noch mehr Blühwiesen entstehen, das erfahrt ihr in einem Video, was hier unten mit verlinkt wird. Dort wird euch gesagt, wie ihr da mitmachen könnt. Und es wird noch weitere Infos geben zu eben Artenglück und der Blühwiesenpatenschaft. Und? Ist das der Knaller? Wisst ihr, was jetzt kommt? Na? Opel. Wow! Opel fährt mit dem Manta GSE. Ich blende hier Bilder ein. Wir hätten nicht damit gerechnet, aber Opel hat gesagt, das, was ihr macht, das müssen wir unterstützen. Und der Jan Gleitzmann von dem Kanal Ausfahrt TV fährt auch noch mit einem Opel Mokka mit. Also wir haben den Manta A, GSE, und den Jan Gleitzmann. Also ich bin da mega stolz drauf, weil der GSE Manta, der ging durch aller Munde. Und da gab es auch viele Videos drüber. Und dann ist natürlich die Frage auch, wie wird sich der Manta im Vergleich zu Mustang so machen? Spannendes Thema. Ja, unser Mustang dürft ihr ja nicht vergessen. So, für alle Teilnehmer, jetzt kommt der Kracher. Wir kennen es schon, aber es ist noch dieses Jahr noch so viel besser als im letzten Jahr. Das wird ja sowieso der beste E-Cannonball ever. Die Firma Maingau, unser Sponsor, macht es möglich, dass ihr durch ein Ladeschip laden könnt. Genau, die Ladekarte wird gestellt, wie im letzten Jahr auch, von der Firma Maingau an die Teilnehmer, sodass ihr da mit den Kosten nicht groß rechnen müsst. Und ja, ihr dürft auch an Ionity laden damit. Bäm! Ja, ist das geil? Ist doch das geil. Das ist geil, oder? Das wird, also ich habe es noch gar nicht erwähnt, aber das wird der beste E-Cannonball ever, oder? Hoffentlich. Ja. Denkt bitte dran, es wird immer eine 3G-Veranstaltung sein. Mhm. Wir haben ja Corona im Nacken, alle Mann. 3G kennt ihr ja alle, also auch für die Teilnehmer. Ohne 3G keine Teilnahme, ohne 3G keine Zuschauer. Der Parkfermé findet in Brandenburg statt am Freitag, den 24. von 12 bis 18 Uhr. Dort haben wir natürlich wie im letzten Jahr auch Zuschauer. Ich glaube, das war's jetzt für heute. Nächsten Sonntag gibt es einen neuen Film. Einen kleinen Hinweis habe ich noch. Wenn ihr zum Parkfermé kommt als Zuschauer, dann müsst ihr euch selbstverständlich registrieren. Das geht über die Luca-App, über die Covid-App. Bis zum nächsten Mal, bis nächsten Sonntag. Tschüss, tschüss. Tschüss.
E-Cannonball 2021 wird präsentiert von Allronix für dein bestes Zuhause der Welt. Zusammen mit iWays und dem vollelektrischen iWays U5. Mit freundlicher Unterstützung von Opel, Juul Kinder- und Jugendhilfe, A Charger, Compendi, Tronity, Maingau Energie, Enercap, MHC Mobility, Easy, M3 Logistik, EWE Go, Store and Charge, Eva Wallbox, Naturstrom, Autohaus Schandert, Tesla Anwalt, E-Cannonball 2021, Feel the Energy.